Als wir das letzte Mal hier waren, war alles ordentlich gestapelt. Und erst 5 Minuten dauert es aus wie die Sau. Es ist ein vorgezogener Frühlingsputz, der den kleinen Schrottplatz in Waibling an diesem Morgen erbeben lässt. Mehr als 100 ausgeweidete Autos haben sich hier im letzten halben Jahr aufgestapelt. Die müssen nun weg. Die Ersatzteile hat Wolfgang Resch ausgebaut und an Kunden wie diesen verkauft. Ein Mann mit Liebe zu alten VW-Bullis. Wie lange kennen Sie den Herrn Resch? Ich kenne Sie seit 72. Super, gesehen. Nettes weibliche Eigenschaft einfach. Der Schrotthändler hat eine Art Zerstörer engagiert, denn eine Presse hat er nicht. Sie sind also derjenige, der zuständig ist, die ganzen Autos zusammenzuhauen, ne? Ja. Gehört auch dazu. Wem sein Traum ist es nicht, Autos kaputt zu machen? Der Traum von Wolfgang Resch ist es scheinbar nicht. Was schauen Sie denn da? Da haben manche Leute viele Jahre drum gearbeitet. Und jetzt sieht es aus wie ein Trümmerhaufen, wie nach dem Krieg. Der Schrotthändler, der vor Jahren einen schweren Schlaganfall überlebt hat, mag Nachhaltigkeit und ist stolz auf sein Riesen-Ersatzteillager. Das ist ein ganz heiliger Raum hier, weil die ganzen Dachgepfeile, die Balken da oben sind von einer Kirche. Genauer gesagt, sie kommen von der Lutherkirche in Stuttgart-Fellbach. Ein Abrissunternehmer gab den Tipp. Hat er zu mir gesagt, du Wolfgang, ich hab was für dich. Sag ja, super. Hat er mir's zeigen, sag ja, okay, die machen wir weg. Dann bin ich oben gestanden mit der Motorsäge in 12 Meter Höhe. Also das ist jetzt mein Lager. Ist zwar nicht so schön aufgeräumt, aber das ist mir meine Sonntagsbeschäftigung. Teile sortieren. Teile sortieren, ja. Wie viele Teile haben Sie denn hier? Ich schätze mal über den Daumen so 20.000 Teile. 20? Mindestens, ja. Da ist doch auch eine Freude dabei bei Ihnen, ne? Ja, wenn ich es verkauft habe. Und schon wie auf Bestellung kommt der nächste Kunde. Scheinwerfer für einen Uno sind sein Begehr. Möglichst billig, versteht sich. Ich glaube, das passt. Ja. Und was kostet die beiden? 30 Euro. Bitte, 30? Eins. Eins, also 60 beide. Ja. Herr Resch, bitte? Die Industrie will wahrscheinlich gar nicht so gern, dass man das so macht, ne? Ja, die wollen nur wegschmeißen. Wenn es er kein Teil kriegt, dann schmeißt er sein Auto weg. Das wollen die. Also mehr habe ich nicht. Schönen Tag. Und der Kunde will sich das Ganze noch einmal überlegen. Da denkst du, hast du was verkauft oder? Nur zuerst nichts. Da passt es nicht. Schwamm drüber. Ach, was haben Sie denn da? Das ist doch ein Trecker. Der steht da, ein ganzer Trecker, der da steht. Ja, das ist ein Porsche. Ein Porsche? Ein Porsche, ja. Ihr möchtet auch mal einen Porsche haben. Und dann zeigt uns der Mann vom Schrottplatz einen bittersüßen Ort der Erinnerung. Hier hat seine Frau früher Neuteile verwaltet und verkauft. Doch das ist Jahre her. Warum nutzen Sie das nicht mehr? Meine Frau ist doch gestorben. Ich kann es nicht machen. Die hat den ganzen Tag hier Kundenbetreuung gehabt, Telefon und Computer und ich kann das nicht. Wie lange ist denn Ihre Frau jetzt gestorben? 10 Jahre. Das war schwer für Sie, ne? Naja, ich habe deswegen meinen Schlaganfall noch gerümmt, wegen dem, wenn man so neu gesteigert hat. Doch Wolfgang Resch hat den Schicksalsschlag und die Krankheit überwunden. Und seinen Humor wiedergefunden hat er auch. Jetzt sieht es nach Schrottplatz aus. Die Unisage Gärtnerei oder was weiß ich. Gestatten, das ist Wolfgang Resch, der Sohn von Wolfgang Resch. Klingt seltsam, ist aber so. Schon bald wird er beim Vater im Geschäft einsteigen. Darauf sind beide stolz. Hast du ja trotzdem beschriften, ne? Ha? Freude. Ich habe die Hände von meinem Papa bekommen. Ja, zeigen Sie mal Ihre Hände, Herr Resch. Nur dort als Kind so Hände wie Schraubstock. Der hat sich schon, wo er geboren ist, schon aufgerichtet und hat schon die Welt angeschaut. Wenn es nicht der Schrottplatz gewesen wäre und Sie einen anderen Beruf hätten machen müssen, welchen hätten Sie genommen? Ich wollte mal Förster werden oder irgend sowas im Wald halt. Ich wollte mal in der Natur sein. Aber jetzt bin ich halt hier gelandet. Und es war recht schön, trotzdem.
und soll noch lange nicht vorbei sein.